Elisabeth hat als erste sich nur einmal eingewählt, ist gleich durchgekommen. Vielleicht hast du auch so viel Glück. Ich drück dir die Daumen. Wir sind hier am frühen Sonntagmorgen, am 4. Advent. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Vielleicht hast du ja noch eine Frage, die du loswerden möchtest. Wir haben fast das ganze Jahr hinter uns gebracht. Es war ein anstrengendes Jahr. Wenn du eine Klarheit brauchst, vielleicht eine Sicherheit, weil du gerade im Zweifel, in der Unsicherheit bist, komm gerne mal vorbei. Wir schauen mal. So, ihr Lieben, einer nach dem anderen. Von mir aus, ja, können wir hintereinander weg weitermachen. Das wäre schön. Ja, da ist schon der Nächste. Wer hat's geschafft? Hier ist die Anja. Guten Morgen. Guten Morgen, Anja. Hier spricht die Uschi. Hallo, Uschi. Guten Morgen. Ich hätte gern den Liebestrend, bitte. Sehr gerne. Wollen wir auf einen bestimmten Mann schauen, Uschi? Ja, auf den Mann in meinem Herz. Das machen wir. Das gucken wir uns an. Den hast du ja eh im Herz, im Gefühl, im Kopf. Ah, der hat Angst, du. Da liegen ganz starke Verlustängste. Ganz starke Verlustängste. Verlustängste, was mich betrifft, oder? Ja, allgemein, was sein Gefühl Damen, Frauen gegenüber betrifft. Das heißt, er ist ein kleiner Schisser, im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Und leider bleibt diese Gegenwehr, diese Angst, ja, da arbeitet etwas in ihm dagegen, die bleibt leider erhalten. Also ich glaube, dass hier nicht viel nach vorne gehen wird, ja? Auch andere Mütter haben schöne Söhne. Guck sie dir an, sei so lieb. Ich drück dich, alles Liebe. Ich danke Tschüss. Dir, okay, tschüss. Ihr Lieben, einer nach dem anderen. Frage, Tagesschau, können wir auch machen. Heute ist 4. Advent, vielleicht erwartet ihr Besuch. Ich kann mal gucken, wie die Energien aufgestellt sind. Hier ist die Anja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, ich hätte gerne einen Glückwunsch. Sehr gerne, wer bist du denn? Nennst du mir deinen Namen? Hildegard. Oh, ich hab's nicht verstanden. Hildegard. Wie Hildegard, Hildegard, ich freue mich. Hildegard, du hast als erstes mal den Erzengel Raphael an deiner Seite. Das ist der Engel der Heilung, das weißt du. Ja. Ne, für Kraft, Vitalität, das wird hier angekurbelt. Vor allem ein optimistisches, positives Lebensgefühl, dass du wieder mehr Freude empfinden kannst. Notier ja. dir mal bitte die 4-1. 4-1. 1-9. 1-9. 2-8. 2-8. Genau. 21 Tage täglich bewusst anschauen. Du kannst dir nachts auch unter dein Kopfkissen legen und dann schaust du mal, was passiert. Ich wünsche dir alles Liebe. Okay, vielen Dank. Sehr gern, du Liebe. Tschüss. So schnell kann es gehen. Auch du kannst dir deine Glückscode, deine Glücksschwingung hier abholen. Wer hat es geschafft? Guten Morgen. Hallo, Susanne hier. Hallo, Susanne. Mein Highlight. Sehr gerne. Wir gucken mal, Susanne. Susanne, es zeigt sich ein Licht am Ende des Tunnels, wie man so schön sagt. Ja, dir kommt eine ganz tolle kreative Idee, mit der du dich freischwimmst aus einer Situation, die dich gerade noch ein bisschen gefangen und befangen hält. Das Ganze geschieht innerhalb der nächsten 1 bis 3 Monate. Also hier löst sich ein Thema, das bislang unlösbar schien. Ich wünsche dir alles Liebe. Ja? Danke. Mach's gut. Tschüss. Prima, macht ihr mit. Einer nach dem anderen. Ja, so schnell kann es gehen hier in der Blitzrunde. Mal gucken, wer der Nächste ist. Vielleicht schaffst du es ja jetzt. Deinen Schutzengel kannst du übrigens auch abholen. Willst du wissen, wer dich gerade begleitet, wer gerade ein Äuglein auf dich geworfen hat, bei dir ist, auf dich aufpasst? Dein Schutzengel bringt dir natürlich auch eine Botschaft mit. Die kannst du dir auch abholen, wenn du das willst. Eine Seelenbotschaft ist auch möglich. Die Sprache deiner Seele. Mal tief in dich hineinhorchen, sozusagen. Und schauen, was sich deine Seele wünscht, was sie gerade am meisten braucht. Hier ist die Anja, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Anja, hier ist der Adi. Hallo, guten Adi, Morgen. Adi, ich grüße dich. Was kann ich tun? Ja, was einfach für mich der Highlight oder was du einfach... Ja, ich guck mal nach einem Highlight, Adi, was als nächstes Schönes kommt, ne? Es gibt ja. immer Licht am Ende des Tunnels. Hast du eine Partnerin zurzeit, Adi? Ja, ja. Das läuft wahrscheinlich nicht ganz so ideal. Ich sehe wichtige Gespräche in puncto Liebe und Partnerschaft. Da wird sich eine Klärung ergeben innerhalb der nächsten 3 Monate. Was auch immer da geschieht, es kommt eine Veränderung und die wird zu deinen Gunsten sein. Ja? Du schwimmst dich hier frei, wie auch immer sie ausschaut, nimm es so an. Wichtig ist, dass ihr diese Gespräche führt und die finden bis zum Januar statt. Ja? Alles Liebe wünsche ich dir. Ja? Alles Liebe, danke. Mach's gut, du Lieber. Tschüss. Tschüss. So, die Karten erkennen alles, die sehen alles, die fühlen alles, ja. Und wenn du dein Leben reflektieren möchtest, helfe ich dir jetzt gerne dabei, hier in der kurzen Fragerunde. Wer hat's geschafft? Guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Frau Freischer, ich an meinen Liebestrend. Sehr gern. Möchtest du auf eine bestimmte Person schauen?
Ja. Okay, schließ mal die Augen und denk an ihn, bitte. Wir schauen mal. Also man sieht deutlich, dass hier eine Meldung in der Luft liegt. Der wird sich sicher über Weihnachten kurz bei dir melden. Aber er ist mit dem Gefühl total, wie soll ich denn sagen, in der Bewegungslosigkeit, wie als wäre er ausgestiegen. Ist auch ein Mensch, der sich nicht einlassen kann. Da gibt's eine emotionale Blockade und die hindert euch beide daran, euch näher zu kommen. Das sehe ich hier ganz deutlich. Ich habe zwar liebevollen, ehrlichen Kontakt ab und zu, aber ansonsten bleibt das hier in der Bewegungslosigkeit, leider. Okay? Vielen Dank. Ich wünsche dir trotzdem alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, kurze Frage, kurze Antwort. Schon ist der Nächste da. Es kann ganz schnell gehen. Wer hat es geschafft? Hier ist die Anja. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo? Auch nicht auflegen, ihr Lieben. Das ist doch schade, wenn ihr eure Chance hier verpasst. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Die Gabi hier. Hallo, Gabi. Grüß dich. Ich hätte gern Highlight, bitte. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist, Gabi. Bist du denn gut durchgekommen, Gabi? Beim ersten Mal. Ehrlich? Siehst du, es geht also, ne? Wir gucken mal. Guter Tag, glaube ich, heute. Ja. Gabi, du hast natürlich auch zwei ganz tolle Erzengel an deiner Seite. Erzengel Michael und der Uriel. Der spielt zurzeit eine ganz große Rolle. Und Uriel arbeitet gerne an Mustern, tief an unserer Wurzel. Da geht es meist auch um Kindheitserfahrung. Ich glaube, dass du dich auch spirituell schon sehr mit dir auseinandergesetzt hast, oder? Ja, das habe ich. Ja. Das sehe ich hier auch. Und du wirst ein altes Muster abgeben können. Du wächst aus deiner Haut sozusagen. Du häutest dich wie eine Schlange und wirst dieses Gefühl, zu kurz zu kommen, ungerecht behandelt worden zu sein, komplett für dich ablegen. Und das heißt, dass du in 3-4 Monaten ein strotzendes Selbstbewusstsein hast, wie du es noch gar nicht von dir kanntest. Ein ganz toller Prozess. Ja? Genieß ihn. Viel Freude dabei. Alles Liebe wünsche ich dir. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist Ingeborg. Ich grüße dich. Ich wollte gerne mal das Highlight haben. Ja, sehr gerne, meine Liebe. Ich schaue mal für dich. Auch bei dir habe ich wichtige, tolle Gespräche liegen, gerade jetzt über die Weihnachtszeit. Da werden wichtige Themen angesprochen. Wichtig ist für dich, ganz viel zu trinken, vor allem Wasser zu trinken, um zu entgiften und dich zu reinigen. Ja, alte toxische Themen werden hier sozusagen bearbeitet innerhalb der nächsten 4 Wochen. Und das führt ebenfalls zu einer energetischen Heilung im Innen und im Außen. So muss ich es jetzt mal sagen. Dein Schutzengel ist Erzengel Raphael. Ja, wenn du eine Frage hast, dann wende dich bitte an ihn. Der hilft dir auch, karmische Themen abzuschneiden. Ich wünsche dir alles Liebe. Mach's gut, dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht's. Einer nach dem anderen hier in der Blitzrunde. Schon ist der Nächste da. Hier ist die Anja. Guten Morgen. Na, was ist denn da los? Bitte in der Leitung bleiben. Wer hat's geschafft? Guten Morgen. Ja, hier ist nochmal Rita Elisabeth. Oh, schön, Rita Elisabeth. Was machen wir jetzt? Ich freue mich. Ich weiß nicht, ist Highlight oder Heuschung? Was sagt dein Bauch? Ganz schnell. Highlight. Siehste, das ist was doch schon. Vielleicht schaffst du es ja noch ein drittes Mal. Dann machen wir dann die Räucherung, ne? Ja. Meine Liebe, was machst du denn beruflich? Ich mache nichts mehr beruflich. Pass mal auf, es könnte sein, dass da noch etwas auf dich zukommt, ja? Eine Art kleiner Nebenjob. Du wirst ein Angebot diesbezüglich kriegen, weil ich habe das innerhalb eines Gespräches liegen, dass dir jemand ein Angebot zuträgt, dass du einen kleinen Job machen kannst, wo du zusätzlich Geld verdienen kannst. Es geht um finanziellen Aufschwung in Verbindung mit einer Tätigkeit. Das wird sich im Januar, Februar bei dir zeigen, ja? Das wird dir gut tun. Alles Liebe wünsche ich dir. Mach's gut, tschüss. Sehr lieben, 18 müsst ihr sein. Wenn ihr auch dabei sein wollt, pro 1x50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise sind abweichend etwas teurer. Bitte aufpassen, die Mitmachigen stehen im Laufband. Nicht alle schaffen es, das wisst ihr. Wir haben einen Zufallsgenerator, der stellt aber immer wieder jemanden rein. Es kann ganz, ganz schnell gehen. Rechnet mit mir. Profitiert bitte gerne von meiner Erfahrung. 20 Jahre Rider-Waite-Tarot. Ich arbeite auch schon sehr lange mit der Numerologie. Ich habe meine eigenen numerologischen Karten. Oh, hier habe ich gerade die schönste. Cherubim und Seraphim, das ist die größte Schutz- und Glückskarte in meinem Kartendeck. Wenn diese kommt, wisst ihr, seid ihr natürlich komplett universell geschützt. Da haben sehr hohe Engelschwingungen ein Auge auf euch. Da kann euch gar nichts passieren. Wenn ihr euch gerade unsicher fühlt, wenn ihr vielleicht auch wegfahren wollt, ja, vielleicht sogar über Weihnachten, Silvester, ne?
Die Zeiten sind sehr unruhig, manche haben Angst, geht alles gut, da gucke ich auch gern mal rein. Ihr wisst, ich bin sehr offen, ich bin sehr ehrlich, sehr direkt. Ich will euch niemals etwas versprechen, was da nicht gehalten werden kann. Nicht, dass ihr auf der Wartebank sitzt, ja, und dann enttäuscht werdet. Ich werde euch immer ehrlich sagen, was ich sehe, was ich fühle. Und daraus könnt ihr dann das Beste machen. Und wenn ihr unterwegs seid, wenn ich eine Warnung sehen würde, würde ich es euch auch sagen. Ja? So, kurze Frage. Frage Tagesschau. Highlight, Liebestrend. Wir haben die Seelenbotschaft mit dabei. Den Glückscode kannst du dir abholen. Den Schutzengel und natürlich auch die Silvesterräucherung. Können wir die Seelenbotschaft noch mit reinnehmen? Liebe Lovis, ich sehe gerade, dass die Seelenbotschaft nicht drin ist. Wer hat es denn geschafft? Guten Morgen. Guten Morgen, Stinde, mein Name. Hallo, ich grüße dich. Was kann ich tun? Hallo. Ich hätte gerne den Liebestrend. Sehr gern, meine Liebe. Wollen wir auf eine bestimmte Person schauen? Nein, ich bin solo. Du bist solo. Wir gucken mal rein. Mhm. Das ist nett. Ob das Jahr 2017 dir Glück bringt diesbezüglich. Ne? Ja, das ist nett. Meine Fresse aber auch, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Du wirst unglaublich viele Kontakte haben. Das ist gar keine Frage. Vor allem im Frühjahr, ja, jetzt schon Ende Winter, Anfang Frühjahr, habe ich immer wieder flirtende Männer, Kontakte, Männer, die sich sehr um dich bemühen. Das ist aber gar nicht so leicht, dein Herz zu gewinnen, ja. Also in dir ist auch noch so eine Blockade, muss ich ehrlich sagen, die gelöst werden muss dringlichst, weil es sind ein paar gute Kandidaten dabei. Du könntest im Herbst wirklich komplett verliebt und schon wieder vergeben sein. Du musst nur was für dein Herzchakra tun. Rosenöl bitte als Aromatherapie nutzen. Mach mal 21 Tage jeden Abend, leg mal einen Rosenquarz für 10 Minuten auf deine Brust, damit sich hier die Blockade lösen kann. Dann wird das Jahr 2017 ein Liebesjahr für dich. Ich wünsche dir alles Liebe. Ja? Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Danke. Tschüss. So, und weiter geht's hier in der kurzen Frage. Runde. Hast du auch eine Frage? Dann finde gerne zu mir. Hier ist die Anja. Wer hat's geschafft? Guten Morgen. Guten Morgen, Nadine hier. Hallo Nadine, grüß dich. Hallo, ich hätte gerne mein Liebestrend. Sehr gern. Wollen wir auch auf einen bestimmten Mann schauen, Nadine? Es gibt keinen. Es gibt keinen. Dann gucken wir mal, ob einer um die Ecke kommt, ne? Ja. Interessanterweise kommt hier nochmal eine Rückmeldung aus der Vergangenheit. Das sehe ich jetzt schon. Ende Winter, Anfang Frühjahr, ja, ein Mann, den du schon abgehakt hast, der wird sich nochmal auf den Plan bringen. Danach hast du auch noch ein bisschen zu knabbern, aber ich sehe bei dir die Liebe um die Jahreswende 2017, 2018. Da kommt wieder eine echt gelebte Liebe in dein Leben, aber wahrscheinlich musst du dich mit dem Alten nochmal auseinandersetzen, ja? Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Hab einen schönen fetten Advent. Tschüss. Ja, danke. So, ihr Lieben, einer nach dem anderen. Auch jetzt, wer hat's geschafft? Anja, hier ist die Ulla. Ich habe eine Bekannte, die kommt nicht in euren Sender rein. Kann ich für die was fragen? Ja, na klar, schieß los. Und zwar hat sie zwei Fragen. Einmal, ob ihre Tochter schwanger wird, die wünscht sich ein Kind. Und sie will wissen, ob sie nochmal Oma wird und ob ein Herzinfarkt für sie kommt. Meine Liebe, eine Frage. Du weißt, gesundheitliche Themen müssen wir außen vor lassen. Aber ich gucke mir die Tochter an, wie das so in diesem Jahr ausschaut. Ja, welche Ereignisse so für die Tochter anstehen. Dann kannst du das entsprechend weiterleiten. Ich guck mal, ob das ein Thema werden könnte. Es könnte definitiv ein Thema werden. Spätsommer, Anfang Herbst. Alles Liebe, ja? Grüß mir deine Bekannte.